Spiel. Anschluss 4:5. Aber kann sie den Ball nicht fangen, wurde mal leicht geschubst. Laura Tack. Schrittfehler, deswegen Freiwurf. Auch da ist, versucht sie durch eine Lücke zu kommen, die eigentlich gar nicht da ist. Gut rausgerückt von Kriegsmann. Gegentag. Und der Ball von Tag geht ins Aus. Und haben sie gut gearbeitet in der Abwehr von Grün-Weiß-Schwerin. Und sich damit den Ballbesitzer kämpft. Und hier die Möglichkeit jetzt zum Ausgleich zu kommen. Und jetzt macht sich auch erstmals die Fangruppe des SV Grün-Weiß-Schwerin hier bemerkbar. Da ist ein Winkel, aus dem man eigentlich nicht werfen sollte, Jennifer Kriegsmann. Setzt sich da zwar schön durch, aber aus dem Winkel ist auch gegen diesen Torhüter kein Kraut gewachsen. Und Laura Tack, fast mit ein bisschen Glück, trifft da den Forster. Es gibt Freiwurf für Warnemünde. Und 7 Meter Entscheidung für den SV Warnemünde. Und gelbe Karte gegen Jennifer Kriegsmann. Nach knapp 11,5 Minuten. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch mal eine Expertenmeinung zu holen. Jemanden, der wirklich drauf schaut. Der Trainer der zweiten Frauenmannschaft des SV Grün-Weiß-Schwerin. Steffen, schön, dass du da bist. Hallo Kai, grüß dich. Ja, 2:6, das ist nicht ganz so, wie man sich das in der B-Jugend beim SV Grün-Weiß vorstellt. Mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dass viele Leute gedacht haben, dass das Spiel einfacher von vorne weg läuft. Aber man tut sich ihm halt schwer. Man hat die Möglichkeiten, aber man setzt sich ihm halt nicht konsequent um. Die Chancen sind nicht richtig vorbereitet, so wie jetzt auch hier. Wenn man mit dem Kopf durch die Wand, anstatt einfach wirklich eine Lücke zu suchen, stoßen. Und bisher spielen die Warnemünder-Spielerinnen ganz gut mit. Ja, Jennifer Kriegsmann erneut gescheitert und das Tor von Annemarie Lenz noch nachzureichen. Christine Vogt jetzt mit ihrem dritten Treffer zum 5:6. Ja, Christine ist, glaube ich, momentan so die Einzige, die Normalform bringt, die von rechts außen ihre Chancen sucht und sie auch nutzt, aber auch nur dann, wenn sie im Tag klar da sind. Ja, auf der Gegenseite Warnemünde sehr wurfgewaltig, werfen viel aufs Tor des SV Grün-Weiß-Schwerin. Auch da wirkt mir das Spiel in Ansätzen da, aber gerade wenn sie das Spiel ein bisschen schneller machen, ist die Fangsicherheit, die Technik nicht da. Es ist jetzt schönes Tor, schön eingelaufen hinter der Abwehr. Ja, das ist immer so, wenn man das Tempo erhöht, ist natürlich auch die Gefahr bei zu mehr Fehlern da. Und ich sag mal, die Ausbildung der Spielerin läuft doch vielleicht schon ein Stück weit unterschiedlich ab. Da kann eben halt mal dann bei dem Underdog oder der Außenseiter ein bisschen mehr Fehler passieren, aber das kann man durch Kampfesgeist wieder wegmachen. Das tun sie gerade. Mal schönes Kreisanspiel und erneut gehalten von Anne Oldak. Es bleibt beim 5:7. Ja, du, die B-Jugend ist ja quasi dein Unterbau. Wie intensiv schaust du darauf für deine Mannschaft? Naja, es ist ja nicht der direkte Unterbau. Es ist ja erstmal so, dass da noch 2 bis 3 Jahre fehlen. Die meisten Spieler sind im jüngeren Jahrgang, in der B-Jugend, einige in dem älteren Jahrgang. Ich schaue mir die Spiele schon ganz genau an. Ich denke, das gehört sich auch für das Vereinsleben, dass wir darauf achten. Hier hätte man auch mal einen 7 Meter geben können. Nein, aber wir achten eben halt konsequent auf die Spielerin, was eben halt als nächstes mit hochrückt, egal ob eine erste Frau und zweite Frau. Bei mir spielt ja die Lisa Marie Menzel auch, die ja hier links außen spielt, die jetzt auch schon 2 Spiele bei mir mitgemacht hat. Da achtet man schon sehr drauf. Man beobachtet auch die Spielerin, welche Entwicklung sie nehmen.
Weil für die meisten ist es ja so, dass es ja immer eine gute Erfahrung ist, auch höher zu spielen. Ja, und jetzt mit dem Kopf nicht ganz da, nach dem Postwurf von Jennifer Kriegsmann lässt Christine Vogt den Ball auslaufen, anstatt ihn zu holen. Deswegen Einwurf für Warnemünde. Und da ist Schrittfehler gepfiffen. Und deswegen hatten so Glück, dass sie so frei laufen lassen haben. Aber ansonsten, ich sehe einige Lücken in der Schweriner Abwehr am heutigen Tag. Ja, die Deckung hat Fred gerade auch umgestellt auf eine 4-2-Deckung. Ist ein probates Mittel, aber das muss ich eben halt auch einen kurzen Moment finden. Wenn man das nicht so häufig gespielt hat, dann sind erste Abstimmungsschwierigkeiten da. Dadurch war eben auch die Lücke vorhanden, wo die Spielerin durchgegangen ist. Vielleicht einmal früher ein bisschen tippen, dann ist sie eben halt konsequent durch. Aber wie gesagt, wenn man 4-2 weiterspielt, was Fred jetzt wohl anscheinend vorhat, wird sich, glaube ich, auch der Gegner damit schwer tun, weil offensive Deckungsvarianten sind immer sehr, sehr schwer. Auch hier 7 Meter in den Arm gegriffen, hätte man 7 Meter geben können. Ja, über außen, schlechter Winkel. Schlechter Winkel. Die Szene ist immer eine Spielerin, die meistens kurz unten wirft. Jetzt hat sie mal versucht, lang zu werfen, weil die Torhüterin jetzt auch in diesem Moment da stand. Muss sie noch ein bisschen dran arbeiten, auch im Allgemeinen, nicht nur heute im Spiel, sondern auch konsequent für die Zukunft. Oh, Laura Tag scheitert an Anna Harm. Ja, es ist mir, ich habe das eben noch beobachtet, Saskia Harder rückt dann noch in der Abwehr noch weiter mit raus, zusätzlich zu 4-2-Deckung, das wird dann schon fast eine 3-3. Ja, auch da, wenn es eben halt so ist, ich habe da jetzt noch nicht genau drauf geachtet, aber wenn eine 3-3-Deckung sind alles so eine schöne Mittel, eben halt den Gegner zu verwirren. Wichtig ist nur, dass man es selber konsequent umsetzen kann oder spielen kann. Auch hier wieder eine unvorbereitete Chance. Ein Stemmwurf ohne große Lücke übers Tor, das ist natürlich immer schlecht. Vielleicht mal einen Sprungwurf machen und dann hier halt einen Parallelpass weiterspielen, das kann dann immer ein gutes Mittel sein. Jetzt mal eine Kontermöglichkeit zum Anschlusstreffer durch Annika Black. Ja, das zeichnet eben halt die Offensive einfach aus, dass du natürlich sehr, sehr schnell in die erste, zweite Welle kommen kannst und eben halt solche leichten, einfachen Tore erzielst. Bin ja auch dabei, momentan mit meiner Mannschaft die 3-2-1-Deckung wieder hervorzurufen oder eine offensive 5-1-Deckung, weil hier ist es aber, denn eben halt, dass die Möglichkeiten für erste, zweite Welle gegeben sind. Und jetzt hat man hier auch gesehen, dass wenn man konsequent auf den Ball geht, nicht nur auf den Gegner, dass man auch natürlich zu diesen Chancen kommt. Aber dafür müssen diese Lücken einfach hinten in der Deckung geschlossen werden. Das ist ein Zeichen von fehlender Laufbereitschaft, fehlender Einsatzbereitschaft. Das muss man natürlich jetzt noch stark verbessern. Ja, Annemarie Lenz zum 8-6 für den SV Warnemünde. Ja, wir haben gestern gesehen, was aus einer guten Abwehr passieren kann. Gestern beim DHB-Pokal, Dortmund hat eine wahnsinnig gute Abwehr gespielt und viele Kontertore, einfache Tore da machen können. Ja, das ist auch da. Die haben eine gute Abwehr gespielt. Wir hatten auch noch relativ Pech bei den Abschlüssen, Pfostenwürfe mit bei gehabt, Fangfehler, Passfehler auch mit bei gehabt. Hier jetzt eine unnötige 2-Minuten-Strafe für angebliches Nachschlagen. Das ist eigentlich nur ein Stoppfoul gewesen, also von daher kann ich jetzt nicht so vertreten. Ich glaube, das verlangt auch jeder Trainer von seiner Spielerin, dass er dort nachgeht und ihm halt nicht den Tempo-Gegenstoß zukommen lässt. Also nochmal zu gestern, ist richtig. Dortmund hat eben halt die nötige Aggressivität in der Abwehr gehabt. Das, was uns gestern eben halt auch fehlte, deswegen ist das Ergebnis auch so deutlich ausgefallen. Ja, Annika Bleek mit dem zweiten Treffer in diesem Spiel. In Unterzahl das Tor, ganz wichtig auch, um in dieses Spiel zu kommen. 7-8. Richtig, man muss jetzt eben halt weiter konsequent dabei sein, vielleicht auch nochmal in der Unterzahlsituation jetzt vielleicht zum Ausgleich kommen. Wir haben es ja oft schon genug besprochen, meistens ist es ja so, dass man in der Unterzahlsituation in der Abwehr besser arbeitet, konzentrierter arbeitet. Hier jetzt zwar nicht, aber ja, Annemarie Lenz mit dem vierten Treffer bereits in diesem Spiel zum 9-7. Und das Tor jetzt auch vom Lisa-Marie Menzel und wieder die lange Variante. Gott sei Dank verändert sich das Wurfbild immer mehr.
Weil sonst ist es immer relativ leicht, sich für den Torhüter darauf einzustellen. Und es ist gut, wenn sie eben halt jetzt auch variiert, mal kurz, mal lang. Jetzt hat sie den zweiten lang reingemacht. Ich glaube, das gibt ihr auch Selbstvertrauen und Sicherheit für die Zukunft. Pfostentreffer jetzt von Johanna Latzko. Und man scheitert erneut auf grün-weißer Seite Christine Vogt diesmal. Ich denke, dass wir auf der Position jetzt auch gleich den Wechsel sehen werden, dass Christine, die gut ins Spiel gekommen ist, gut angefangen hat, jetzt aber auch mal eine Ruhepause bekommt. Und auch da eben halt ihre Gegenspielerin gerade in der Abwehr, wo sie eben halt jetzt auch zwei, drei Lücken hinterlassen hat. Jetzt muss Jenny aufpassen, dass sie nicht die zweiten zwei kriegt. Das sieht nicht so aus. Nein, aber dass Christine eben halt da die Lücken weiter schließt, beziehungsweise jetzt die neue, die dann auf der Position kommen wird. Jetzt Annemarie Lenz beim 7 Meter. Auch sicher verwandelt. Ja, wir haben vor dem Spiel gehört, die B-Jugend mit einigen, hat einige Ausfälle auch zu verkraften. Landesauswahl beim Training sind sie jetzt. Wie beeinflusst das die Arbeit beim SV Grün-Weiß Schwerin? Naja, ich sag mal, die Auswahllehrgänge finden ja hier auch nicht wieder punktuell statt. Jetzt sind sie, glaube ich, beim Länderpokal, beziehungsweise Vorbereitung zum Länderpokal. Mit Ines Marieske, Laura Stemmer und so weiter, da fehlen natürlich schon einige Spielerinnen, die auch mittlerweile, oder Anna Rahn ja auch, eine tragende Rolle spielen. Und wenn dann natürlich drei, vier Stammkräfte bzw. gute Ergänzungskader fehlen, das ist dann schon hart zu verkraften. Hier Jenny Kriegsmann jetzt mit dem 7-Meter-Tor zum Anschluss, zum 9:10. Und es ist vielleicht auch wichtig, dass vor der Halbzeitpause noch der Ausgleich bzw. die knappe Führung kommt. Ja, um die Sicherheit ins Spiel zu bringen. Und ja, wir haben auch das gesehen, was du angesprochen hast. Kitty Krolle kam für Christine Vogt und dann auch der Seitenwechsel und jetzt noch 2 Minuten gegen Aileen Brandt. Und der Torwartwechsel, Sina Güdokeit. Jetzt das Tor für diesen 7 Meter. Und sie hat ihn, beziehungsweise der Pfosten. Ist auch immer ein Verdienst mit vom Torwart, wenn Ball vorbei oder am Pfosten geht. Das ist einfach nur ein Zeichen, dass die Torhüterin das Tor so verschließt, dass die Gegnerin eben halt versucht, ganz genau zu werfen. Und dann passieren eben halt solche Fehlwürfe. Ja, und jetzt die Möglichkeit hier zum Ausgleich. Und Jenny Kriegsmann jetzt durch die zwei Lücken. Aber ich habe so das Gefühl, dass sie es heute mit dem Kopf durch die Wand versuchen will. Ja, natürlich. Sie ist hier die Führungsspielerin, eine der Führungsspielerinnen mit der Mannschaft und muss auch zeigen, dass sie das ist. Vielleicht ist man dann halt ein Stück weit übermotiviert. Sie hatte natürlich gestern im Pokalspiel auch ihren persönlichen Erfolg. Sie hat relativ lange gespielt für eine B-Jugendliche, hat auch ihre 3 Tore da gemacht und hat ihren Job auch gut gemacht. Ihr habt doch gesagt 3 Tore, Kai. Es waren 2. Achso, okay. Der Vater hat mitgezählt, hat er gesagt. Da bin ich davon ausgegangen, dass das so stimmt. Wir haben sie vorhin auch im Interview gehabt, jetzt das Tor von Lisa Marie Menzel zum 11:10 für Grün-Weiß-Schwerin. Das waren 2 Treffer bei 4 Versuchen, also eine recht gute Bilanz. Also für so eine B-Jugendliche gegen Zweitligisten ist es auf jeden Fall eine gute Bilanz. Ich glaube, das war auch so das Highlight für sie, aber hier auch gut aufgepasst von ihr. Wie gesagt, sie ist mit einer Führungspersönlichkeit.